Hallo ihr Lieben, ich durfte eine Kooperation machen mit DIG Choose und ich bin da sehr, sehr glücklich drüber, weil ich durfte jetzt zum zweiten Mal was aussuchen und ich hatte schon, bevor ich diese Kooperation mit denen hatte, schon mal bestellt und ich war sehr begeistert von der Qualität. Ich habe da jetzt auch mein erstes Bild fertig gepaintet von der Firma. Genau, wir machen das mal auf. Und die waren sehr nett. Ich hatte ein Budget und ich war aber 1 Dollar oder 2 Dollar knapp über dem Budget. Ich habe gefragt, ob das trotzdem in Ordnung ist. Und ja, sie haben das gemacht. Und ich freue mich riesig, wirklich, dass ich dieses Produkt da nicht weglegen musste. Weil ich mir ein größeres Bild bestellt habe. Und genau, ich habe mir ein Bild bestellt und noch zwei andere Sachen. Einmal dieses Band hier. Ich habe das in Bunt letztes Mal bestellt bei denen und ich finde die richtig cool. Jetzt habe ich das nochmal in Schwarz bestellt. Ist 1 Meter. Das ist so ein. Das sieht so cool aus, das Schwarze. Guck mal bitte. Das sieht aus wie AB die 610. In Strass sozusagen. Und ich finde das so, so cool. Ja, also die hier stehen aber ein bisschen ab. Aber nur minimal. Das ist 1 Meter, genau. Seht ihr? Also es ist schon eine glatte Oberfläche. Aber wenn man so macht, Fokus, sieht man diese einzelnen Steinchen hier. Aber richtig cool. Das kann man, das ist 1 Meter, das kann man als Rand für ein Bild nehmen. Wenn man zum Beispiel einen größeren Bilderrahmen hat, als das Bild, kann man das super damit verzieren dann noch, ne? Dann schneidet man halt diesen Rand hier als Beispiel, schneidet man diesen Rand nicht mit ab, sondern macht dann hier und klickt das dann auf diesen Kleberand einfach drüber. Genau, finde ich eine super Sache. Und ich muss mir das jetzt nochmal bestellen. Genau. Dann habe ich mir auch nochmal einen Kühlschrank bestellt. Letztes Mal in rosa, diesmal in pink. Falls es wer noch nicht kennt. Das ist so ein Aufbewahrungskühlschrank, so ein Stiftehalter. Und mein Sohn hat meinen letztes Mal gleich weg mitgeklaut. Und oh, der geht nicht auf. Oh nein. Knack, knack. Okay, das ist aber nicht kaputt, glaube ich. Es war nur nicht richtig eingerastet. Genau. Da kann man Sachen reinpacken. Und es sieht einfach so cool aus. Es sieht bei euch schon wieder in einer anderen Farbe aus. Es ist eigentlich ein richtiges Pink. Bei euch sieht es eher so ein Rotpink aus. Ach, mich ärgert das, dass die Farbe so verfälscht wird. Genau, und dann hast du Sticker und das sind diesmal andere. Bei jeder Kühlschrankfarbe hast du andere Sticker. Und die sind ja mal richtig goldig. Und die kann man dann hier raufkleben. Um euch das zu demonstrieren, man kann hier die Stifte reinpacken. Und die Pinzette zum Beispiel. Und hier kann man dann hier noch was reinpacken. Hier passt auch super die Pinzette rein. Wenn sie dann nicht rausfällt. So, so geht das. Und hier unten kann man zum Beispiel Washi-Tapes so reinpacken. Mehrere. Passen bestimmt 4, 5 Stück rein. Oder so, dann passen auch vielleicht sogar noch mehr rein.
Ja, also diese Schublade ist auch mega cool. Und ich hatte das schon in meinem letzten Video gesagt. Es erinnert mich an Barbie irgendwie, an Puppenhaus. Von der Größe passt das sogar. ja, also den Kühlschrank finde ich so, so süß und praktisch. Und ja, man hat hier immer alles dann bei sich, ne? Was man gerade braucht zum Painten. Dann Wachs kann man da auch reinpacken. Und hier würde sogar der Wachs noch zusätzlich zu den Stiften reinpassen. Also hier passt ordentlich was rein. Finde ich mega cool. Genau, dann hast du noch so richtig schöne Aufkleber dabei, die auch eine richtig gute Qualität haben. Und ja, mein Sohn hat letztens die ganzen Aufkleber raufmachen dürfen. Ja, ist auch eine super Kinderbeschäftigung. Mein Sohn wird nachher auch den Rest aufkleben für mich. Da hat er mega Spaß dran. Und ja, vielen Dank, DIG Juice, dass ich das nochmal aussuchen durfte. Nochmal dasselbe Produkt, nur in einer anderen Farbe. Ist ja auch nicht selbstverständlich. Ja, ich freue mich. Das sieht richtig cool aus. Und dann habe ich hier jetzt das Bild. Das gucken wir einmal uns an. Das ist für meinen Sohn, mache ich das. Er hat sich das gewünscht und in dem Shop habe ich das dann gefunden. Ich schneide das hier mal vorsichtig auf. Obwohl, wir können das hier mal aufmachen. Nicht, dass ich es aufschneide und ich schneide wieder ins Bild. Das ist nämlich einmal passiert. Nur so eine Mini-Ecke, aber trotzdem. Ach, okay, es ist nochmal eingepackt. Plastik, lässt grüßen. Das ist nämlich für meinen Sohn und er wird sich mega drüber freuen. Das ist 40x50 und Leute, es ist nicht so doll geknickt, wie ich dachte. Es ist total in Ordnung. Es sind 15 Farben, wie man schon sieht. Ja, wir können uns das ja mal anschauen, genau. Wahrscheinlich können Sie schon erahnen, was es hier ist. Wir hatten 2-3 Motive von Hulk. Und er hat sich dann dieses hier ausgesucht. Ich fand das auch mit am coolsten. Ich fand es so schade, dass es das nicht in eckigen Steinen gibt, sondern das mit runden Steinen. Aber ich liebe ja lila, ne? Und der ganze Hintergrund ist in lila. Guckt euch mal bitte an, wie cool das aussieht. Genau, 40x50 hatte ich schon gesagt. Oh, richtig stark, echt. Muskelman. Ja, das ist Hulk. Ein super. Oh, es ist doch sehr doll geknickt. Wie ihr seht. Aber das kriegen wir noch geglättet. Es ist ja zum Glück gegossener Kleber. Und es ist nicht die Leinwand, sondern wenn man es jetzt abmacht, sind die Knicke eigentlich draußen. Und es sind wichtig ist, dass keine Luftblasen sind, weil die würde man nachher hinterher sehen. Und Luftblasen hat man, glaube ich, nur bei doppelseitigem Klebeband. Und guck, der Druck, der ist super. Ja, es sind 15. Können wir erstmal den Druck euch uns anschauen. Und du hast, was ich gut finde, bei runden Steinen hier auch den Hintergrund noch, dass man das dann nachher nicht durchscheinen sieht. Dass es nachher nicht durchscheint, wenn man die nachher raufmacht, weil zwischen den runden Steinen hat man ja immer so ein paar Löcher, also Lücken. Und hier hast du dann halt den Farbhintergrund, was die schon echt super machen bei runden Steinen. Und seht ihr, wenn die Folie abmacht, die werde ich eh nachher ersetzen durch Backpapier. Wichtig ist, dass ihr, wenn ihr Backpapier benutzt, ich mache da nochmal ein Video drüber, wie ich das mache und einteile. Wenn ihr Backpapier benutzt, dann nur doppelseitig beschichtetes Backpapier. Ne? Also es muss beschichtet sein, sonst kriegt ihr es nicht mehr vom Bild ab. Guckt euch mal diesen richtig klaren Druck an. Das wird bestimmt richtig Spaß machen, das zu painten. Okay, was man jetzt nicht so gut sieht, ist die 4. Seht ihr das? Die 4 sieht man nicht so gut. Und die 2, da hätte man vielleicht ein
wie hier bei der 6 einen hellen Druck nehmen sollen. Eine helle Farbe. Aber ich finde das Bild richtig cool. Es hat 15 Farben. Und ich finde, das Bild sieht einfach richtig stark aus. Ja, da wird man so sich freuen. Da muss aber sich ein bisschen gedulden, weil ich habe gerade eins für ihn fertig gemacht und das kommt dann später. Was ich richtig cool finde und richtig wichtig finde, es ist in Zipbeuteln. Also das heißt, ich muss bei, ich sage, es sind 15 Farben, muss ich bei 15 Farben nicht extra ein Sortiersystem nehmen, sondern ich kann direkt aus den Beuteln painten. Das werde ich auch bei diesem Bild machen. Wenn man so viele Farben hat, dann geht das ganz gut. Genau, hier steht dann die Ziehnummer ist die hier und das ist dann die Nummer, die hier als Sortierung drin ist für die Farbe, ne? Ja, also ich finde die Qualität auch, sieht auch richtig super aus. Sie glänzen extrem. Wir können uns ja nochmal eine Farbe anschauen. Ich nehme mal die dunkle Farbe und das schöne Grün. Das Neongrün, was hier zwischen ist. Das ist nämlich ein richtig schönes Grün. Oh, guckt euch das mal an. Ja, es sind Acrylsteine, aber das erkennt man an diesen Löchern, die da sind. Achtet nicht so auf meine Nägel, weil manche sind ein bisschen eingerissen. Aber guck mal bitte, wie doll die glänzen und wie eine super Qualität die haben. Also da wirst du keinen Ausschuss haben, ne? Aber rund ist eh immer eine Sache wie eckig. Da hat man oft eher bei eckig Ausschuss als bei rund. Aber auch die 310 sind echt, echt super. Die glänzen auch mega. Ja, also ich freue mich auf dieses Bild auf jeden Fall. Und achso, wir haben hier noch ein Toolkit bei. Ein ganz Standard-Toolkit, ne? Mit dem grünen Schiffchen. Und ja, ich hoffe, vielleicht habt ihr auch einen Hulk-Fan zu Hause. Ich kann es empfehlen. Guckt euch bitte dieses Bild an. Ich bin so verliebt in dieses Bild. Das sieht so stark aus. Es wird richtig gut in deinem Zimmer aussehen. Die Muskeln kommen auch richtig hier zur Geltung, ne? Mal gucken, wie das, ob man das dann gepainted auch so doll sieht und so gut. Bin ich gespannt. Na, und dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Folgt mir, aktiviert die Glocke, damit ihr immer Bescheid wisst, wenn ein neues Video von mir hochgeladen wird. Und mein Sohn wird gerade wach. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Und vielen Dank, DIG Juice, dass ich mir wieder was ausprobieren durfte. Richtig klasse. Und es wird definitiv nicht meine letzte Bestellung sein. Tschüss. Achso, ich verlinke alles nochmal im Video. Tschüss.